startete 2003 meine Karriere mit Loftrennen, um an den großen Rennen mal teilzunehmen in Südafrika, was immer ein großer Traum war, mit einigen Tauben. Und danach dann 2006 setzte ich 9 Tauben ein. 2007 war dann auch gleich der erste Sieg mit meiner alten Familie, die ich über Jahre hatte. Die alten Gondolas-Tauben, die ich 1988 dann über Rudi Köhne bekam. Danach ging dann diese Karriere irgendwie mit dieser ganzen Familie immer schnell weiter. Ja, 2007, als wir dann als Konstantin gewannen, war ich natürlich nicht vor Ort. Wir waren mit meinen Freunden in Moskau und warteten dann auf das Ergebnis. Und dann kam irgendwann um 3 Uhr Moskauer Zeit dann die Information, dass Konstantin gewonnen hatte. Und da hatten wir uns natürlich ein wenig über diese Sache gefreut und haben dann nochmal richtig Spaß in Moskau gehabt. Konstantin war dann von Mark Kitchenbrenner ersteigert worden und so kamen wir dann in eine Freundschaft und hatten dann irgendwann 2009, als ich dann in Südafrika war, auch seine Tauben besichtigt und dann kam die Idee, dass wir mit jeder mit 20, 30 Tauben dort teilnehmen wollten. So nahmen wir dann 2010 mit den 60 Tauben teil. Victor gewann dann auch 2010 und meine weiteren Tauben, Konstantin, Maxi und Cheetah, 3 Geschwister, machten dann den 13., 86. und 197. Preis in dem Jahr. Also war ein sehr erfolgreiches Jahr 2010 mit den Tauben, die dort gezüchtet waren. Ja, 2012 setzten wir dann Purdy in das Rennen ein in Südafrika, die dann spektakulär war. Ich glaube, die nach Birdie die beste Taube in den letzten 20 Jahren dort. Sie war erste Grand Average und im Finale kam sie mit 3 Tauben zusammen. Nur sie ging leider als dritte rein, sonst wäre es der dritte Sieg innerhalb von 6 Jahren gewesen. Purdy war über die ganzen Wochen einfach spektakulär gut, vor allem auf dem Finale auch nochmal zu kommen. Das Schöne war, dass man sie dann beim Einsetzen auch noch in Hand gehabt hatte und sich selbst ein Bild von der Taube machen konnte. Und ja, und dann hat man am nächsten Tag dann bei den ersten 3 Tauben gleichzeitig ankam. Das war schon ein besonderes Erlebnis, wenn man vor Ort ist. Musik 2013 gab es dann ein paar Monate später den weiteren Highlight. Das war in Derby Arona in Teneriffa. Dort gewann dann die Taube, die dort, da nur 2 Tauben am ersten Tag ankamen. War das natürlich was ganz Besonderes. 8 Stunden gegen Wind über Wasser war, glaube ich, der schwerste Flug, der jemals in Teneriffa dort war. Und diese beiden Tauben wurden auch letztendlich erste und zweite Asttaube. Und diese Familie war wieder von der Familie von Konstantin und Victor. Ein weiteres Highlight war natürlich Carnival City. Da habe ich dann 2012 gewonnen. Das Sommerrennen, das war natürlich eine absolute Hitzeschlacht, wo die Taube mit 46 Minuten Vorsprung kam und war natürlich auch eine absolute Asttaube dabei bei dieser Veranstaltung. Und dann 2014, nachdem Hermann van Rensburg zu mir sagte, die Tauben von Europa haben beim Winterrennen hier keine Chance, habe ich dann mal versucht, im Winterrennen auch Tauben zu schicken. Da gewann ich das Winterrennen auch und die Taube gewann auch im Halbfinale, machte seinen 2. Preis und im Finale den 1. Preis. So, dann würde ich sagen, 2018 und 2019, die beiden letzten Jahre waren sehr erfolgreich. 2018 war mit 5 Hotspot-Preisen in Südafrika, finde ich sensationell, mit 20 Tauben da an letzten Flüge dran teilzunehmen und dann 5 Hotspot-Preise zu gewinnen, war sehr gut. 2019, das letzte Jahr nun, war mit 7 Hotspot-Preisen in Victoria Falls und 1 Hotspot-Preis Sieg und 4 Tauben unter den ersten 120 im Finale, sehr gut. Nun, das kommt alles wieder aus den Ursprungstauben. Purdy ist mittlerweile auch da drin in vielen Tauben, die hervorragend vererbt hat. Da ist jetzt so ein Mix draus entstanden, wo man jetzt versucht, eine One-Love-Taube zu züchten. Ja, in den letzten Jahren habe ich öfters festgestellt, dass die Tauben, die hier am Haus unsere Flüge sehr gut waren, vor allen Dingen erste Preise gegen hohe Taubenzahl bei Gegenwind und warmem Wetter, da lege ich immer so ein bisschen Wert drauf auf die Selektion, dass diese Flüge auch anspruchsvoll sind, dass ich dann mit diesen Tauben auch zu den Loftrennen gehe. Bei 400, 500, 600 Kilometer Flügen und 1100, 1200 Meter, das sind für mich die Tauben, die ich dann brauche und die letztendlich auf den Loftrennen dann auch immer wieder sehr erfolgreich waren. Meistens waren es immer Geschwistertiere, die ja auch gut waren, die dann wieder ganz erfolgreich waren.